kommt Falke an mit dem großen Hammer. So, hier, der Hammer ist schon mal da. Ich denke, oh Gott, was will ich, ey. Es begab sich irgendwann mal hier im Handschuh, dass irgendjemand sich mal hier hat nageln lassen. Aus der handwerklichen Ausbildung, ob Zimmermann, ob Maurer, ob je nachdem, Schmied. Macht sich wohl jeder seinen eigenen Nagel, bevor er auf die Walz geht. Und dann hat er sich eben dazu entschieden, so, dass er eben von einem Mädel genagelt wird. Und dann wurde er tatsächlich hier am Tresen festgenagelt. Das Ohrläppchen hat er dann wird auf den Tresen gelegt. Aber die Nägel sind super spitz, muss man dazu sagen. Ne? Also die sind wirklich spitz. Das Loch siehst du auch im Tresen, muss gar nicht gleich mal zeigen. Ja. Ja, und auf jeden Fall hat er sich dann festnageln lassen. Und er sagte, bitte nicht so zart. Sie sagt, ja nein, ich mach das gleich richtig. Naja, ich mach das gleich richtig. Ich trau mich nicht. Oh, er tat mir so leid. Ne? Ja, vorher den Nagel in Wodka rein und eben tatsächlich zur Desinfektion. Und dann hat er rausgeholt, dann wird erstmal eine kurze getrunken und dann geht es los. Ja, im Endeffekt hat er sich dann auch irgendwann durchgemacht, ne? Weil das Loch ist ja jetzt da.